Und ganz herzlich willkommen und es geht endlich weiter mit einer neuen, endlich mal wieder Legende hier auf meinem Kanal. Es geht endlich mal wieder weiter mit einem neuen Let's Play und auch mit einer neuen Legende. Ich bin sehr gespannt, meine anderen Freunde. Heute geht es nicht weiter mit irgendeinem Let's Play. Heute machen wir einfach ein neues Let's Play und wir starten heute mit einem neuen Let's Play, nämlich mit Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen in Rio 2, in Tokio 2020, nicht in Rio 2020. Sorry, ich habe mich gerade verquatscht, aber egal. Ich würde sagen, ich stelle eben das Luigi's Mansion 3-Spiel raus und wir werden eben einfach mal zum ersten Mal, nicht ganz lange, aber wir werden ganz gut einfach jetzt mal Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen spielen. Ich bin sehr gespannt, meine Freunde, ohne Scheiß. Habe ich bis jetzt noch nicht gespielt, weiß ich auch nicht warum, weil ich halt einfach keine Zeit hatte. Aber dafür habe ich jetzt Zeit um 9 Uhr, um kurz vor 10 oder nee, um kurz vor 9 Uhr. Ich bin sehr gespannt, meine Freunde, was ich einfach jetzt dazu sagen kann. Oder einfach, was ich auch einfach jetzt dazu sagen kann, meine Freunde, zu den Mario und Sonic Olympischen Spielen. Ich bin sehr gespannt. Also gucken wir uns mal das Spiel einfach mal an jetzt. Es gab zwar eine Demo, aber ich habe die mir nicht angeguckt. Warte, jetzt haben wir es. Damals doch cool, also ne coole Sache auf jeden Fall. Die auf jeden Fall sehr schön aus, meinen Freunden, würde ich sagen. Genau, würde ich auch sagen. Egal, ich würde sagen, wir beginnen einfach erstmal das Let's Play mit Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ich würde sagen, ich mache immer das Licht aus. Bis gleich, danke schön. Dann können wir auch endlich erst starten, meine Freunde. Ich weiß auch nicht, warum ich mich so doll darüber freue, aber ich weiß, dass ich schon mal Mario und Sonic hatte früher. Ich glaube, ich hatte früher einen Mario Sonic gehabt für den 3DS. Das hat mir echt gut gefallen. Deswegen freue ich mich schon sehr darauf. Und ich habe mir auch das Spiel auch sehr doll auch gewünscht, mal, dass ich auch mal selber spielen kann auf der Switch. Genau. Also ich habe mich auch sehr darüber gefreut über das Spiel hier natürlich. Diese Software wird automatisch gespeichert. Oder diese Software speichert automatisch. Bitte beende die Software nicht. Das Speichersymbol angezeigt. Wenn das Speichersymbol angezeigt wird, okay, interessant. Stelle sicher, dass du während des Spielens über ausreichend Platz verfügst. Gut, machen wir. Boah, ich bin auch so geil, meine Freunde, auf das Spiel, ey. Ohne Scheiße, ey. Und die Musik ist einfach so cool. Gucken wir uns mal wieder an. Schade, die Surfer neu um ein neues Update zu verfügen. Okay, machen wir gleich, vielleicht. Sehr gut, Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir eben mal ganz kurz das Spiel. Ich weiß auch nicht genau, warum ich es so kurz machen möchte, diesen Part halt hier. Ich weiß auch nicht, warum ich es so kurz machen möchte, das ganze Gelaber heute. Aber egal, ich würde sagen, wir beginnen einfach jetzt mal. Ich würde sagen, wir haben einfach heute mal Bock, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir sind natürlich der Deutsche. Also wir sind in Deutschland geboren. Ich bin in Deutschland geboren, meine Freunde. Und ich kann nicht ganz gut Deutsch, ich bin jetzt nicht so gut in Deutsch, aber ich kann zumindest ganz gut, okay, gut Deutsch sprechen, dass das noch reicht für ein Let's Play oder auch einmal fürs Kommunizieren beim Party. Informieren, genau, ich würde sehr gerne jetzt einfach mal etwas Cooles spielen. Kein Story-Modus, ich würde einfach erstmal sagen, komm, ich spiele einfach erstmal ein kleines Spiel, nämlich so ein Minispiel. Hab ich Bock drauf. Hier kannst du an verschiedenen Olympischen Disziplinen teilnehmen, wäre sehr cool. Das Spiel gab übrigens auch, also es gab schon eine Demo, habe ich gehört dazu. Ich habe schon gehört, dass es eine Demo gab. Und ich mochte das Spiel auch vom 3DS schon sehr gerne. Ich mochte es wirklich sehr gerne. Also, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, meine ich ernst. Ja, meine ich echt ernst, meine Freunde. Hab's geil. Ich würde sagen, komm. Mach mal das hier, okay? Mach mal das, genau. Zack. Okay. Sorry, ich habe mich gerade vertan. Sorry, aber ist egal. So, dann würde ich sagen. Mache einfach erstmal ein Minispiel hier, bevor ich das Video ganz schnell hochladen werde, weil ich werde einfach ganz viel Spaß haben, muss ich euch ehrlich sagen. Okay, es gibt auch einen coolen Charakter, Alter, man, gut, meine Güte, ey, meine Güte. Was haben die hier für Charakter einfach erstellt? Meine Güte, haben die coolen Charakter erstellt. Es gibt auch auf alle Idee, cool. Super Smash Bros. Ultimate, ich habe das Spiel ja nicht gespielt, aber er wurde leider nicht als spielbaren Charakter eingesetzt. Den guten Waluigi. Aber ist egal. Das Wichtigste ist einfach, dass er einfach jetzt hier ist. In diesem Spiel einfach, genau. Und ich habe das Spiel auch gar nicht bekommen. Also ich will es gar nicht bekommen. Weil ich es mir einfach nicht kaufen will, dieses Smash Bros. Weil ich einfach kein Interesse daran habe. Aber dafür habe ich ja hier rein Interesse.
Ja, hieran Interesse. Und ohne Scheiß, ich muss echt mal die Gravidor, die Grafik sexy Bombe, geile Scheiße, ey. Also ohne Scheiß, ich finde die Grafik so bombastisch gut, ne? Die ist besser als jedes andere Switch-Spiel bis jetzt von Mario. Zumindest. Die Grafik ist so gut. Oh mein Gott, also hat man sich viel Mühe gegeben auf jeden Fall. Ne? Zack, der hat auch cool gemacht, ne? Auch das war gut, ja. Zack. Cool gemacht, ja. Warte eben, ja, wir müssen uns anstrengen, aber ist egal. Ja, ich hätte es aber gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich bin gar nicht mal so schlecht gerade. Ich bin gar nicht mal so schlecht, aber ich muss halt nochmal mich ein bisschen anstrengen können. Und dann geht's ja auch. Okay, also zum nächsten Mal bei Let's Play Marathon League, bei einem olympischen Spiel in Rio 2020, in Tokio 2020. Dankeschön, Leute, vielen Dank.